zum Abschluss der Folge dann schauen, wo wir uns das Bunkersilo hinstellen könnten. Vielleicht muss ich auch ein oder zwei Bäume fällen. Mal gucken. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge auf der Grünfelder Land. Die Ernte war ja erfolgreich. Nun geht die ganze Geschichte wieder von vorne los. Hier mit Pflügen, Steine sammeln, Düngen und dann auch irgendwann natürlich wieder hier aussäen. Ich werde mir jetzt zuerst natürlich ans Pflügen machen. Gewicht dran, Pflug dran. Falsche Ausfahrt, Kollege. Wir müssen ja zur anderen Seite raus, weil da die Feldeinfahrt ist. So, aufklappen und los geht's. Hallo? Gewicht abgesenkt. Los geht's. Jo. So, dauert natürlich wieder eine Weile. Ich mache euch vielleicht eine kleine Timelapse rein oder ihr seht einfach gleich, wie es am Ende aussieht. Schauen wir mal. Streifen ist nun auch gepflügt gleich. Es dauert halt einfach immer so lang, ne? Also bis du hier mal wirklich durchgepflügt hast, das dauert. Aber naja, wir haben wenigstens knapp 5 Meter Arbeitsbreite. Von dem her geht es ja doch relativ flott, wenn ich überlege, ich hätte nur 2,5 Meter oder so. Also da bin ich schon ganz froh drum, dass wir uns den Lemken hier kaufen konnten. So, und wie letztes Mal angekündigt, unser obligatorisches Saubermachen, muss ich langsam dran denken. So, zack, zack. Ich glaube, ich habe doch die Mausempfindlichkeit hochgestellt. Naja, wir werden jetzt gleich gucken, dass wir die 10.000 Euro, die wir noch haben, ein bisschen investieren. Weil wir können jetzt nicht ansehen und grubbern macht jetzt auch keinen Sinn. Wir lassen die Furchen liegen vom Pflügen bis ins Frühjahr rein. Und im Frühjahr werden wir dann grubbern und säen und düngen und das ganze Zeug. Wir lassen jetzt die, wie es halt in der Realität auch ist, die Stollen, heißen die Stollen? Ich glaube, man nennt es Stollen. Vom Pflügen lassen wir einfach liegen, dadurch kann der Boden atmen und dann können wir im Frühjahr neu starten, weil zum Aussehen ist jetzt einfach viel zu spät. Ich könnte jetzt zwar noch flott hier Gras ansäen, aber wir haben ja auch noch gar kein Equipment, womit wir das dann aufsammeln könnten. Darum macht es für mich jetzt im Moment gar keinen Sinn. Muss ich mal gucken. Das ist sehr schnell. So ist gut. So ist gut.
So, Pflug sauber, Pflug abstellen. So, und jetzt die Investition des Jahrhunderts. Wir werden uns so viel nötig wie nötig Wasser kaufen, damit wir das Gewächshaus voll machen. Und dann versiebenfachen wir ja unseren Umsatz. Hoppala. Fast einen Fahrradständer mitgenommen. Also wir versiebenfachen ja unseren, nee, wir machen sogar siebenfach Gewinn. Also ich kaufe jetzt mal Wasser. Müsste ungefähr 600 Euro kosten. Und aus 600 Euro machen wir 4.200 Euro. So ist der Plan. Und ins Gewächshaus gehen, glaube ich, rein 20.000 Liter. Das heißt, wir müssen 2.000 Euro ausgeben, machen aber am Ende 16.000 Umsatz und 14.000 circa Gewinn. Das ist eigentlich ein ganz guter, ganz gute Rechnung, würde ich jetzt mal behaupten. Klar, das dauert auch seine Zeit, aber am Ende wird man damit Gewinn rausgehen. Es ist natürlich jetzt nicht der Kaufpreis von dem Gewächshaus mit eingerechnet. Das ist am Ende wird man gut dastehen. Und vielleicht, ja, jetzt ist es zu spät, jetzt haben wir keine 10.000 Euro mehr. Sonst hätte ich gesagt, vielleicht holen wir uns noch ein Gewächshaus. Oder was kostet eins? Ich meinte 10.000 oder waren es nur 6.000? Es waren natürlich 10.000 Euro. Ja, logisch. Aber naja, also der Plan wie folgt: Gewächshaus voll machen. Ja, fehlt noch zweimal, passt noch rein. Und dann über satten Geldeingang freuen. Was können wir dann machen? Dann können wir uns vielleicht noch einen Auftrag anlachen: Düngen, grubbern. Feld 86, grubbern. Das hört sich doch gut an. 86 ist. Ah, direkt nebenan. Ja, perfekt. Das machen wir. Dann würde ich sagen, mache ich noch einen Anhänger voll hier rein gleich. Also nach dem hier. Und dann haben wir 18.000 Liter drin. Ist auch schon ganz ordentlich. Und dann haben wir genügend Zeit zum Grubbern. Da sind wir schon am Feld angekommen. Grubber ausklappen und Attacke, würde ich sagen. Gewächshäuser sind soweit fast voll befüllt. Viel besser geht's nicht. Also jetzt noch schnell zum Abend, zum Abschluss hier ein Grubberauftrag. Der bringt uns 5.000 Euro. Ist auch nicht so schlecht. Damit ist das Wasser schon mal bezahlt. Und eigentlich könnte ich mir dann sogar schon ein Bunkersilo hinstellen. Dann müsste ich nur noch 30.000 Euro ersparen oder verdienen, damit wir uns einen Ladewagen kaufen können. Zwar den kleinsten Ladewagen, den es gibt, aber immerhin hätten wir dann einen. Und wir könnten sozusagen dann Silage produzieren. Ist gar nicht so schlecht. Also ich werde gleich dann auch nochmal vielleicht zum Abschluss der Folge dann schauen, wo wir uns das Bunkersilo hinstellen könnten, damit wir da schon mal einen kleinen Plan erstellen. Weil so viel Platz gibt es halt auf dem Hof auch nicht. Aber mal schauen, mal schauen. Vielleicht muss ich auch ein oder zwei Bäume fällen. Mal gucken.
Allerdings müssen wir uns dann nochmal Equipment mieten, damit wir die Baumstümpfe wegkriegen. Das kostet halt natürlich auch wieder Geld, aber es ist eine Investition in die Zukunft. Von dem her bin ich da gar nicht so von abgeneigt. Wie gesagt, das schauen wir dann gegen Ende der Folge. Jetzt werde ich erstmal den Auftrag hier soweit meistern und dann sehen wir weiter. Dann wird es auch schon dunkel sein. Schnell verdiente 5000 Euro. Das schmeckt. Moment, hier, so wollte ich das haben. So, ab nach Hause, kurz waschen und dann schauen wir noch schnell, wo wir eventuell unser zukünftiges Fahrsilo hinstellen könnten. Aktuell sieht es irgendwie so aus, als würde ich das mitten in den Hof stellen. Bin ich gleich mal gespannt, wo ich da ein Plätzchen finde. Na, ja, das will ich haben. Gut, fertig, saubi. Silo. Fahrsilo. Passt tatsächlich eigentlich relativ gut in mitten in den Hof rein. Hier jetzt nicht so. Aber das ist nicht so. Ist nicht so groß. Also es würde auch hier hinpassen. Oder hier rein. Da ist immer noch genügend Platz links und rechts. Ja, wahrscheinlich wird es tatsächlich irgendwo mitten rein platziert. Und dann schauen wir mal. Wenn es soweit ist. Eier. 350 Stück. Irgendwie sind die Hühner ein bisschen lahm. Naja, was soll's. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut in der nächsten Folge wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.